Willkommen bei der Testfabrik. In diesem Video erfährst du, welche drei Overlock-Nähmaschinen professionelle Nähte in nur einem Arbeitsgang erstellen und dir viel Zeit beim Nähen ersparen. Unser Qualitätssieger beim Overlock-Nähmaschinentest ist die W6 Wertarbeit N454D Overlock-Nähmaschine. Unsere ganz klare Nummer 1. Hier stimmt einfach alles, sowohl für Anfänger als auch für Profis. Man kann bedenkenlos zugreifen, auch wenn der Preis ein wenig höher ist als bei anderen Overlocks. Wer vorher nur eine normale Nähmaschine genutzt hat, der wird überrascht sein, wie flott alles mit der Overlock läuft. Sicherlich muss man sich am Anfang an die neue Arbeitsweise gewöhnen, insbesondere das Einfädeln bedarf ein wenig Übung. Auch muss die Overlock-Nähmaschine richtig auf die Stoffart eingestellt werden. Wenn das alles gegeben ist, wird man mit dieser Overlock viel Freude haben und professionelle Ergebnisse in kürzester Zeit erzielen. Beim 454D Overlock kann man variabel einstellen, ob man mit 3 oder 4 Nähten nähen möchte, als auch mit 1 oder 2 Nadeln. Die Stichlänge, Schnittbreite, als auch der Nähfußdruck sind einstellbar. Die Messer lassen sich bei Bedarf abstellen. Der Faden wird bereits voreingefädelt geliefert, sodass man direkt losnähen kann. Nach dem Erhalt sollte man die Overlock-Nähmaschine auf der Internetseite von W6 registrieren, um 10 Jahre Garantie zu erhalten. Die Kunden bewerten die W6 Wertarbeit N454D Overlock-Nähmaschine mit 4,7 Sternen. Den besten Preis findest du in der Videobeschreibung direkt unter dem Video. Dort findest du auch ein ausführliches Video mit einer Beschreibung, wie diese Overlock-Nähmaschine genau funktioniert. Als Alternative beim Overlock-Nähmaschinentest empfehlen wir die Yuki MO4S Overlock-Nähmaschine. Bei der Yuki gefällt uns ganz besonders der Untergreifer, mit dem man den Faden besonders einfach und schnell einfädeln kann. Anfangs muss dies zwar auch erstmal geübt werden, aber danach läuft es fast wie ganz von alleine. Mit der Differentialeinstellung kann man den Schnitt gerade oder wellig gestalten. Dadurch lassen sich auch kreative Kräuseleffekte erstellen. Außerdem ist eine Lampe integriert, mit dem der Arbeitsbereich ausgeleuchtet wird. Diese kann durch eine LED ausgetauscht werden, damit der danebenliegende Hebel nicht ganz so heiß wird. Ein sehr guter Overlock zum attraktiven Preis. Beim Nähen finden wir jedoch, dass sich der W6 leichtläufiger bedienen lässt. Dies kann allerdings durchaus Gewöhnungssache sein. Der Yuki ist jedenfalls deutlich günstiger und somit auf jeden Fall eine Überlegung wert. Die Kunden bewerten die Yuki MO4S Overlock-Nähmaschine mit 4,4 Sternen. Unser Preis-Leistungssieger beim Overlock-Nähmaschinentest ist die Gritzner 798 Overlock. Wer es noch etwas günstiger haben möchte, der ist bei der Gritzner 788 richtig. Dabei bekommt man aber auf keinen Fall ein Billiggerät, denn auch die Gritzner hat eine sehr hohe Kundenzufriedenheit. In der aktuellen Version wurde nun ebenfalls das LED-Licht integriert, mit dem die Arbeitsfläche ausgeleuchtet wird. Die Fadenwege sind farblich gekennzeichnet, sodass man stets einen guten Überblick über die Fäden hat. Die Rollsaumnähte sind sehr professionell und sehen aus wie im Laden gekauft. Ein ausführliches Handbuch ist ebenfalls dabei und erklärt, wie man diese Overlock-Nähmaschine optimal nutzt und die zahlreichen Nähstile, die möglich sind, werden ausführlich erklärt. Ideal für Einsteiger. Die Kunden bewerten die Gritzner 788 Overlock mit 4,9 Sternen. Wenn dir das Video geholfen hat, die perfekte Overlock-Nähmaschine zu finden, würden wir uns über einen Klick auf Daumen hoch freuen. Und vielleicht interessieren dich auch unsere anderen Videos, die hier eingeblendet werden. Die Testfabrik wünscht dir viel Spaß beim Nähen mit deiner neuen Overlock.